Und dann kannst du mal die Lage da unten sondieren. Wie heißt der Server hier? Das ist jetzt ein normaler Server, ne? Das ist ein Roleplay-Server. Und wir haben gesagt, wir sind Banditen, weil wir Rollenspielen natürlich. Das heißt, wir suchen jetzt nach einem Opfer unten, das wir überfallen werden. Mit überfallen heißt natürlich nicht direkt töten, sondern überfallen. Es sei denn, sie schießen zuerst, dann schießen wir auch mal. Ich will einen Gefangenen machen und möchte diesen Gefangenen ein bisschen quälen. Das ist ein niederländischer Server, das heißt englische Sprache, aber das ist auch nicht das Problem. Und ich habe Handschellen und ich habe Desinfektionsmittel dabei, was ich trinken muss. Guck unten aufs Schiff. Wenn er, ich komme mit. So. Ich kann ja von hier oben schlecht runterschießen, deswegen gehe ich mit. Soll ich hier oben bleiben? Ich komme auch lieber mit. Ich ein bisschen näher ran kannst du auf jeden Fall, denke ich mal. Wenn ich von hinten kriege, bin ich aufgeschmissen als Sniper. Das stimmt, dann soll vielleicht noch einer oben bleiben. Wie viel Platz hast du hier noch? Das ist schon riesengroß, also wir können da ruhig alle drei rein. Ich sehe euch da unten laufen, ja. Mhm. Ich schaff mal kurz mal gucken hier. Hab ich eigentlich das Video-Ding wieder gemacht? War noch kurz Video? Ja doch. Jetzt kriege ich langsam wieder Hunger. Hat aber lange gedauert. Ah, ich habe mich, glaube ich, letztens so voll gefressen. Ich erinnere mich sogar. Ich hatte doch die ganzen Chips, diese Dings. Cereals. Ja, Cereals ist komplett gegessen. Seitdem hatte ich keinen Hunger mehr. Ich glaube, da kommst du nicht drüber, genau. Ja. Auch wenn es lustig aussah. Wir würden wieder mit der Alt-Taste ein bisschen mehr zu gucken, aber dann schieße ich ja nicht in die Richtung, deswegen drehe ich mich immer ganz. Na, ich geh mal Waffe higher ready. Ja, ihr seht schon, das Schiff ist durchgebrochen, das heißt, wir können entweder den vorderen Teil erstmal angucken oder den hinteren. Vorne ist halt nur Lagerraum eigentlich, hinten sind dann auch die ganzen Kabinen und sowas. Ich habe keine gesehen letztes Mal, die hier war. Ja, da könnte schon tot gewesen sein, falls es welche geben sollte. Aber ich finde es cool, dass sie sowas hier angebaut haben. Das letzte Mal war hier, glaube ich, zwar auch ein Schiff, aber deutlich kleiner und weniger spektakulär. Ach, guck mal, hier schon was. Was ist denn das? Ach, eine 100%ige Wasserflasche. Nett, also im Prinzip könnte man auch komplett durchrennen und sich hier ausrüsten, so ein bisschen. Dauert ein bisschen, bis es oben ist, aber es geht. Noch ein Hoodie. Ja, Hoodie braucht kein Mensch mehr von uns. Ich gehe mal kurz gucken, was das da vorne ist. Ich habe kein Essen zurück, aber glaube ich, ein Cappy ist das, ja. Cappy ist das Base Cap, hätte ich dir sagen können, mit meinem Sniper Scope. Ja, da hinten, da hinten, da. Jetzt schön runterspringen und sich erstmal die Beine brechen. Muss nicht sein. Also klein ist ja was anderes, ne? Ja, das ist schon recht groß. Ich gehe mal hier in diesen Gang rein dann gleich. Da kann man vergessen, davon ist ja geht's nicht weiter, ne, bei Huawei. Nee, hier ist durchgebrochen. Okay, hier ist bei Knabbel. Da ist eine Bandana. Oh, hier könntest du eine schöne Arena aufbauen, ohne Witz. Dazu Jeans liegt hier. Wenn du Stacheldraht wieder hast im Spiel, wie früher im Daisy Mod, dann kannst du das Ding zuschotten mit Stacheldraht. Dann kannst du ihnen sagen, dass sie hier die Leiter runtergehen sollen, darunter. Aber da können sie auch jetzt, glaube ich, nicht raus, ne, wenn sie runtergehen. Du kannst vor allen Dingen in den großen Laderaum, wo wir gerade drin sind, quasi hochkommen, weil das Dach ja offen ist. Also ich weiß nicht, ob der da durchpasst, aber vielleicht schon. Was ist das da unten? Da hat wieder ein Hoodie, glaube ich. Eine Banane. Aber ich glaube, hier sind nur normale Ausrüstungsgegenstände. Nee, ich meine einfach, von wegen müsst wirklich Leute mit hier rein. Und dann, ne? Ich bin Etage über euch jetzt. Und dann zwingst du sie quasi hier einen Zweikampf zu machen, innen drin. Hinter dir gerade. Du bist hinter mir? Hoch. Achso, vorne im Bug, da. Ah, okay, hier. Ja, hier ist die Tribüne quasi. Aber im Bug ist nichts. Da ist noch Leiter nach oben draußen, aber. Das Ding ist echt riesengroß, ey. Was in der Wand. Finde ich geil. Da eine Mütze. Ja, nein, jetzt hab ich nachgeladen. Wollte ich auch gar nicht. Ich muss mal kurz das Magazin wechseln. So. Ja. Ich muss gucken, wie viel Munition ich in meiner Sniper drin habe. Du sollst erstmal was essen, wird. Sicher, sicher. So, ich bin mal kurz. Ich weiß nicht, wo wer ist. Das ist ein bisschen verwirrend. Ich bin auf dem Deck oben. Du bist ganz oben auf dem Deck? Ja, bei der Ladeluke. Okay, komm hoch. Bitte. Also, ich glaube zumindest, dass das da, wo du sein müsstest, eigentlich. Ja, diese offene Ladeluke, genau. Ich gucke gerade hier ein bisschen auf den Berg. Klettern. Green Cargo Pants.
Das sieht doch schon viel besser aus. Hat sich doch schon direkt gelohnt, hier reinzugehen. Ja, rein, das ist nicht so offen hier. So, damit wäre ich voll ausgerüstet. Ich bin jetzt grün. Dann können wir ja theoretisch weg hier, wa? Eigentlich schon. Mach mal eben kurz Folgendes, ich nehme mal eben kurz die Munition aus meiner Flinte raus. Es sind zwar keine Tarnhosen per se, aber sie sind sehr schön grün. Eine schwebende Mütze, sehr schön. Die habe ich auch gerade gesehen und mich gewundert. So, ich habe jetzt wieder 5 Schuss geladen, kann losgehen. Also selbstverständlich. Ja, warte mal, ich komme wieder zurück. Jetzt runter. Ich muss erstmal wieder euch finden. Das ist natürlich, wie gesagt, hier gar nicht mal so einfach. Das ist der falsche runter dann. Wer auch immer da gerade runter geht. Das ist eine Sackgasse. Oh, hier geht Arsch. Kommst du nicht raus, ne? Ich glaube, man müsste hier lang und da lang. Da hinten, genau. Da durch. Da hier immer eine Treppe. Da war es eine Treppe, dann gehen wir runter. Was liegt denn hier noch? Das ist nur Dreck. Ich sichere mal ein bisschen nach unten. Aber da ich hier nicht... Hier runtergegangen. Da ihr wahrscheinlich auf der anderen Seite runtergeht, bin ich jetzt hier alleine. Man kann hier auch aus der Ladeluke ins flache Wasser springen, aber das hat niemand nicht getraut. Wäre ganz cool, wenn wir uns wieder so halbwegs verabreden könnten, dass ich nicht hier alleine rum... Eier. Ich bin auf der Treppe nach unten. Ja, da geht mehrere Treppen nach unten, die Nase. Wir gehen jetzt auf den Strandniveau wieder zurück. Die wir hochgegangen sind. Ja, da bin ich schon unten. Weil ich sehe euch da nicht auf der Treppe, auf der wir hochgegangen sind. Wir sind jetzt unten im Zerbrochenen. Ja, aber das ist nicht die Treppe, die hier hochgegangen sind. Wir sind gleich links die Treppe doch hochgegangen. Nee, wir sind direkt hochgegangen. Da muss ich gnadenlos und bald zustimmen. Egal, was soll's. Selten genug vor. Rost, noch mehr Rost, noch mehr Rost. Stöhnende Menschen. Schön ein Hoodie, ein Cappy. Alter, hier drin ist in der Regel nichts, was man gut brauchen könnte. Das sind Hosen, weil es auch mehr Glück als Verstand. Gut. Motorradhelm. Hier noch kurz links hoch. Gaskartusche. Ah, First Aid Kit. Hat das schon einer? Braucht noch einer? Ich hab eins, aber. Ja, nö. Was ist drin? Ist zwei. Ich hab keinen Platz. Zwei. Oh, Bandagen. Da noch Platz für eins. Wo bist du es denn? Water Purification. Das ist, ja. Da wo die Kabinen sind, würde ich mal sagen. Auf der Brücke hoch. Quasi. Ich tausche das mal kurz mit meinem aus. Komm jetzt rein. Ach, da bist du. Guck mal, was in dem anderen drin ist. Mhm. Was nehme ich mit? Ich würde mal sagen, ist noch Platz drin. Nee, aber kann ich jetzt halt die Bandagen mitnehmen. Da kommt Ray, ne? Das bist du gerade gewesen, ne? Ja, genau. Alles klar. Was liegt da noch? So ein Bugshot. Okay, dann gucken wir weiter. In den Räumen kann also tatsächlich ein bisschen was drin sein. Und hier ist auch noch eine Axt tatsächlich. Ist der Teil, was ich aussehen möchte, wahrscheinlich besser. Was ist da vorne? Hammer. Nicht aufheben. Schlechte Erfahrung mit Hammern gemacht. Man kann jetzt auch wieder runtergehen. Und hier ist dann ein Teil, wo man von außen nicht hinkommt. Aber hier habe ich jetzt mal keinen. Also hier ist auch gut, aber nicht wirklich viel. Ja. Und es ist halt wirklich riesig. Oben liegt eine Bandana aus dem Kopf. Umgestürzte Betten. Angewaffe im Schwenk. Haben sie wieder getobt. Die Wellen. So, hier kommst du nur von der Rampe hier quasi rein. Das geht auf jeden Fall, man kann die hochlaufen. Na, ich würde mal sagen, raus hier, oder? Ja, wir haben alles. War das? Ach, ein Respirator. Ach, wir können nochmal weiter runter. Aber da ist nichts, mein, da war Sackgasse. Solange wir nicht noch, noch Handschellen finden, nochmal welche, ist das eigentlich relativ wurscht. Wir können mal noch weiter hoch, da habe ich noch eine Mobilkarte.
Google Maps im Laden. Ich bin nochmal eins höher. Ja, ich auch. Leer. Immer auf der Brücke. Leer. Auch relativ leer. Brücke ist leer. Nochmal ein Bajonett, das aber keiner braucht von uns, also dir. Ich hab's aber schon. Deswegen ja. Also die Brücke ist ja noch nicht da, oder? Ja, da war ich schon hoch. Okay. Lass mal wieder rausbewegen hier. Überraschung. Es sieht alles relativ uninteressant aus hier. Aber gut, dass der andere auf dem anderen Server auch Voice hatte. Und zum Glück war er Deutscher, obwohl es kein deutscher Server war. Achso, jetzt sind wir ein Zug zu. Doch wieder einen hoch. Da habe ich kurz den Fall gesehen. Ich bin verwirrt. Das ist aber nur chronisch, die Verwirrung. Voll verwirrt, ey. Nee, passt. I feel hungry. Ja, ich hab nichts gegessen, stimmt ja. Stopp mal kurz bitte. Wir fallen dir in den Tod. Stopp mal kurz bitte. Was essen? Ja. Ich mach mal kurz die Dose hier auf. Force Feed. What? Ich kann Force Feed auswechseln, auswählen. Was ist denn Force Feed? Ja, Gnadel damit vollstopfen. Aber ich hab doch gar kein Ziel. Vielleicht bist du nah dran oder so. Ah, jetzt geht's. Tatsächlich musst du nah dran gewesen sein. Das können wir eigentlich auch machen mit meinen Fesseln. Ist es. Oh, habt ihr eigentlich kaputtes Gemüse und so mitgenommen? Nee. Wenn wir auf dem Weg nach unten noch welches finden. Wenn wir nach unten gehen noch welches finden. Ich habe ja gleich wieder Platz für eine. Dann wird das auf jeden Fall geforce-feedet. Im Namen der verwesenden Orange. Mike macht mir echt Angst, ey. Ja. Opfern wir diesen Fleischsack mit dem großen laufenden Orangenball. Ja, ich merke, ich muss doch noch ein bisschen Klamotten finden. Ich habe jetzt nur die leichten, normalen grünen Sachen an. Und ich habe die tarngrünen Sachen an. Sieht aus wie ein Frosch. Nicht, dass man mich im Wald deswegen schlechter sehen würde, besser sehen würde, aber... Achso, muss die Waffe wieder ziehen, so. Anlegen heißt es ja eigentlich, aber egal. Na, jetzt hier runter. Ah, oh, mein dicker, mein Zopf hängt fest. Mein Arschzopf oder was? Der Arschhaarzopf? Das ist ja deiner. Frauen haben keinen Arschhaar. Hörst du nicht meine liebliche Stimme? Ich will singen! Ja. Wollt ihr raus aus dem Schiff? Wir würden rausgehen aus dem Schiff, wenn Huey nicht gerade irgendwie kreisern würde. Ich hab nur einmal alles angeguckt. Wir müssen ja nicht wie so eine Entenpolonaise hinterherlaufen. Gebt mir kurz bitte noch eine Sekunde Zeit. Ich muss mal kurz meine Äugchen tröpfen. Dann sehe ich nicht so gar nichts. Musst du das alle einmal in der Stunde machen oder wie? Nein, aber. Erstmal alle 3 Stunden und so wie ich es brauche, was die hier angeht. Das sind Tränen, also künstliche Tränen für Tränenflüssigkeit. Und das andere Mittel ist im Prinzip gegen Infektionen. So ein Anti. Genau. Das muss ich alle 3 Stunden nehmen. Das habe ich vorhin das letzte Mal genommen. Deswegen ist jetzt einfach nur Tränenflüssigkeit, die brauche ich noch zu machen. Aber es geht deutlich besser, aber ich merke es auch im Spiel mittlerweile. Nur. Ja, und eine geschälte Zwiebel unter die Augen halten. Ja, du mich auch. Ich hab dich auch. I'm starving. Okay. Oh ja. Schon wieder? Das liegt bestimmt an der Masse. Die ist so schwer. Ja, ja. Ich glaube auch. So, du ziehst noch da. Ich Masse, das ist, das ist in der Hose, ist das. Die Masse ist in der Hose, alles klar. So, ich mehrere Lasten getragen. Hab ich auch. Ist okay. Tactical Shirt, Green Cargo Pants, Assault Vest. Damit habe ich alles gegessen, was ich habe. Müssen wir langsam mal irgendwie was zu essen besorgen. Ich bin halt überlegen, ob ich den. Na gut, ich habe. Achso, ja, ich brauche noch einen Munitionsclip mal für die 45er. Ah,
Hast du noch gar keinen? Kann dir einen noch eingeben. Hm? Ich hab gar keinen. Ich würde den Revolver wahrscheinlich dafür ablegen, weil den nutze ich eh nicht. Klick den jetzt auch ab, der stopft ins Inventar, mir reicht eine. Nur magazinfreie Waffen, das heißt, ich kann einfach nicht on the fly nachladen, das ist der Nachteil davon. Ray, wo bist du? Ich bin einen Container weiter sozusagen. Ach, da jetzt. Okay. Ja, die Tränenflüssigkeit ist noch so ein bisschen blind worden. Die muss noch durchlaufen. Ah ja, da. Ah, du bist ein Schatz, danke dir. So. Kann man auch jetzt ausrüsten. Nachladen. Ah, kann man jetzt machen. Super. Sehr schön, sehr schön. Da hatte ich, glaube ich, noch Munition in 45, aber das könnte dann ins Magazin. Du war noch 45er Munition. Hm? 45er Munition hätte ich auch noch fast gebraucht. Ich habe noch 32 Schuss zum Nachladen und ins Magazin zumindest dann. Oh. Wow, 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 wer schießt? Wollt euch nochmal erschrecken. Alter, sag du.